Heute geht es um ein Land, das mal eins der reichsten Länder der Welt war, bis es von der Politik komplett an die Wand gefahren worden ist. Es ist ausnahmsweise mal nicht Deutschland, aber das Ganze ist trotzdem sehr, sehr aufschlussreich, weil jetzt kriegt das Land nämlich einen neuen Präsidenten, es waren Wahlen und der Leitindex ist nach der Wahl um 23% hochgeschossen an einem Tag. Obwohl sich viele die Frage stellen, ob das jetzt wirklich der große Befreiungsschlag ist, die Wahl, oder ob es gleich die nächste Katastrophe ist. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt's noch schlimmer. Und immer, wenn man denkt, verrückter kann es eigentlich gar nicht mehr werden, und das denkt man sich zurzeit ja relativ oft, dann kommt jemand und setzt nochmal ordentlich einen obendrauf. Argentinien hat gewählt. Der neue Präsident ist Javier Milei und man kann guten Gewissens von ihm sagen, dass er zumindest mal ein ziemlich schräger Vogel ist. Hier haben wir ihn in seiner Rockermontur, er war mal in einer Rolling Stones Coverband, er war außerdem anscheinend schon mal ein Tantra-Sex-Guru, ein selbsternannter. Die Liebe seines Lebens war, wie er sagt, sein Hund Conan, der ist 2017 gestorben und angeblich bezahlt er ein Medium, damit er mit seinem Hund im Jenseits in Kontakt treten kann. Außerdem hat er diesen Hund auch mehrmals klonen lassen und die Klone hat er dann nach seinen Lieblingsvolkswirten benannt. Murray, Milton, Robert und Lucas. Er hat den Papst als kommunistischen Hurensohn bezeichnet. Er will die Beschränkungen für Waffenhandel und Organhandel lockern und er will auch keinen Handel mehr mit Brasilien und mit China, auch wenn das die wichtigsten Handelspartner sind von Argentinien, aber das sind eben auch alles Dreckskommunisten. Seine Freundin ist die Schauspielerin Fatima Flores, die soll aber nicht die First Lady werden, sondern dafür ist seine Schwester Karina vorgesehen. Hier links im Bild, nicht zu verwechseln mit Otto Walkes. Und im Wahlkampf, da hat er meistens eine Kettensäge dabei gehabt. Mit der will er nämlich den Sozialstaat abrasieren. Das ist also Argentiniens neuer Präsident. Naja, warum auch nicht? Und zu seiner Ehrenrettung muss man vielleicht auch sagen, er ist ein Ökonom, er hat auch schon ein paar Bücher veröffentlicht und er war auch Volkswirt bei der HSBC in Argentinien und auch bei der Internationalen Handelskammer. Und für Argentinien, da plant er jetzt eine wirtschaftliche Schocktherapie. Den Sozialstaat und auch einen Teil von den staatlichen Einrichtungen und von den Ministerien, den will er mehr oder weniger abschaffen. Und er will außerdem auch die Notenbank und den Peso abschaffen. Dafür soll Argentinien jetzt dollarisiert werden. Und die Anleger, die finden das super. In Buenos Aires, da war am Montag die Börse zwar zu nach der Wahl, aber am Dienstag ist der Mehrwahl dann um 23% hochgeschossen. Und gestern ging es dann noch weiter hoch. Aber ist das jetzt wirklich ein Durchbruch und wie soll das alles enden? Und nächste Frage, ist das auch für irgendjemanden relevant, außer für ein paar ganz harte Emerging Markets Zocker hier? Es sind ja nicht alle so mit meinem Kanal zufrieden. Neulich hat zum Beispiel ein Zuschauer geschrieben, er findet es schade, dass es nicht mehr so wie früher um Zukunftsmärkte geht, also um Emerging Markets, sondern dass es jetzt fast nur noch um Weltuntergang geht. Und ich verstehe das auch sehr gut. Aber mit Argentinien, damit habe ich heute endlich mal ein Thema gefunden, wo man Zukunftsmärkte und Weltuntergang auch mal miteinander kombinieren kann. Schauen wir mal, ob das Video heute funktioniert. Aber ich freue mich natürlich immer sehr, wenn Sie mir hier mitteilen, was für Sie vielleicht auch mal interessant wäre hier als Thema. Schreiben Sie mir das immer gerne drunter. Und noch mehr freue ich mich natürlich über Kanalabonnenten. Das muss man, glaube ich, nicht extra betonen. Ich bin jetzt ganz knapp unter 30.000 Abos und ich hoffe, ich kann da heute auf Sie zählen, dass ich die psychologische Hürde von 30.000, dass ich die jetzt auch mal überwinden kann. Zum Kanalabo geht's hier unten. Die Wahl von Javier Milei. Man kann es eigentlich nur verstehen, wenn man weiß, was Argentinien schon hinter sich hat. Und was jetzt wirklich nochmal verheerend war, das waren die letzten 4 Jahre unter den Peronisten.
Hier der letzte Präsident Alberto Fernandez und neben ihm die Vizepräsidentin und die graue Eminenz Christina Kirchner. Die war selber schon Präsidentin von 2007 bis 2015. Letztes Jahr ist sie dann im Amt wegen Korruption zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Zurzeit läuft noch das Berufungsverfahren. Argentinien war natürlich schon vorher immer wieder in der Krise, aber das war dann eben wirklich auch nochmal so eine typisch linkspopulistische Regierung, die den Leuten vorher weiß Gott was versprochen hat wieder an Wohltaten, die sich das Land aber einfach nicht mehr leisten konnte. Sie haben sich der Realität komplett verweigert. Sie haben dann, als es aus dem Ruder gelaufen ist, überall eingegriffen, haben alles regulieren wollen. Als die Inflation gekommen ist zum Beispiel, da haben sie Höchstpreise festgelegt für viele Sachen. Sie haben eine Exportsteuer auf Rindfleischexporte verhängt, damit im Inland das Fleisch billiger ist. Volkswirtschaftlich der Wahnsinn, das hat natürlich eine der wichtigsten Exportindustrien hart getroffen. Sie haben den Devisenhandel dann auch wieder stark eingeschränkt. Sie haben unterschiedliche künstliche Wechselkurse auch eingeführt für unterschiedliche Wirtschaftssektoren. Zum Beispiel den Malbec-Dollar für argentinische Weinexporte. Sie haben auch Übergewinnsteuern dann eingeführt natürlich. Aber es hat selbstverständlich alles nichts geholfen. Sie haben dann wieder mit dem IWF verhandeln müssen. Und gleichzeitig haben aber die Leute in der Regierung zum Teil trotzdem noch gesagt, dass sie die Auflagen vom IWF dann auf gar keinen Fall einhalten werden. Da ist dann die Kapitalflucht immer stärker geworden, das Vertrauen ist weggebrochen und heute haben wir in Argentinien eine Inflation von 143%, einen Leitzins von 133%. Der Peso ist zum Dollar nur die letzten 5 Jahre nochmal um fast 90% gefallen. Das ist aber nur der offizielle Kurs, der Schwarzmarktkurs, wie hier die Grafik zeigt von der Financial Times, der ist nochmal mindestens um die Hälfte drunter. Sie haben keine Währungsreserven mehr und 40% der Argentinier leben jetzt unter der Armutsgrenze. Und wenn man sich mit dem IWF jetzt nicht einigt, die neue Regierung, dann kommt auch bald die nächste Staatspleite. Dabei ist Argentinien jetzt schon das Land, das beim IWF am höchsten verschuldet ist. Mit einem großen Abstand vor Ägypten, vor der Ukraine und vor Pakistan. Die Grafik hier ist von Reuters. Und in wirklich armen Ländern, irgendwo in Afrika zum Beispiel, denen ist es natürlich langsam auch immer schwieriger beizubringen, warum sie selber sich da ständig so am Riemen reißen müssen finanziell und warum aber ein immer noch vergleichsweise reiches Land wie Argentinien immer irgendwie gerettet wird. Und mit am bittersten an dem Ganzen ist aber natürlich, dass Argentinien nicht arm sein müsste. Es ist vielleicht ein bisschen strukturschwach, aber es hat viele Rohstoffe und es hat auch eine unglaublich starke Landwirtschaft und es war bis in die 50er Jahre rein eines der reichsten Länder der Welt. Es ist aber runtergewirtschaftet worden von seinen Regierungen und darum ist es eben auch kein Wunder, wenn jemand kommt, so wie Javier Milei, und dann sagt, ich mähe den Staat jetzt mit der Kettensäge nieder, dass sowas dann bei den Wählern inzwischen ganz gut ankommt. Nur was passiert, wenn er dann dran ist? Eine Umsetzung von seinen Programmen 1:1 ist eigentlich völlig undenkbar, würde ich sagen. Eine Streichung von Staatsausgaben im Umfang von 15% vom Bruttoinlandsprodukt mitten in der Krise, das würde zu Massenelend führen und sehr wahrscheinlich auch zu Massenaufständen. Und da ist der Schaden viel höher als der Nutzen. Die Arbeiter sind in Argentinien sehr gut organisiert und die haben schon wegen viel weniger, aus viel weniger Gründen Massenstreiks durchgezogen. Und das kann auch in ein paar Wochen und Monaten schon losgehen. Das zweite ist die geplante Dollarisierung. Der Peso ist sowieso im Eimer, darum soll er auch abgeschafft werden und die Währung ist in Zukunft dann einfach der Dollar. Das ist natürlich schon eine hochinteressante Sache, weil zurzeit beschäftigen sich ja viele damit, dass der Dollar ja doch am Ende sein soll. Dass eine De-Dollarisierung stattfindet in der Weltwirtschaft. Und das ist auch nicht alles falsch, aber jetzt kommt eben plötzlich ein G20-Staat und sagt, wir führen bei uns den Dollar ein. Das muss man sich schon mal vorstellen. Und damit unterwerfen sie sich natürlich auch komplett dem geldpolitischen Regime der USA, weil die eigene Notenbank, die wäre dann ja weg.
Und so wird auch oft argumentiert von den Kritikern, man kann doch nicht auf sein eigenes Land die Währung von einem anderen Land einfach draufsetzen. In einem anderen Land ist die Situation doch komplett anders. Und man braucht eine eigene Geldpolitik, die auf die eigene Situation dann eben auch passt. Aber leider ist es eben so, dass die Notenbank in Argentinien die Kontrolle schon lang verloren hat über die Geldpolitik. Sie kann dem Land sowieso nicht mehr helfen und sie kann auch den Peso nicht mehr stützen. Und bei allem, was man jetzt gegen den Dollar sagen könnte, aber die Argentinier, die haben mit ihrem Peso natürlich noch viel, viel größere Probleme. Man müsste aber natürlich die ausstehende Geldmenge in Peso, die man hat, jetzt auch eintauschen können. Dafür bräuchte man sehr viele Dollar. Die hat die argentinische Notenbank im Moment definitiv nicht. Allerdings, es gibt da auch Erfahrungen, die man schon gemacht hat in kleineren Ländern bei Dollarisierungen, zum Beispiel in El Salvador oder in Ecuador. Die Notenbank muss tatsächlich offenbar nicht alles in Dollar haben und viel aus von der Dollarliquidität, die ist dann auch einfach aus dem Land gekommen, aus dem System. Und da hat Argentinien natürlich einiges, weil die Argentinier sind regelrecht besessen vom Dollar schon lang. Sie horten ihn seit Jahrzehnten und sie haben auf ihren Fremdwährungskonten und unter ihrem Kopfkissen geschätzt 246 Milliarden in Dollar. Mehr als die Hälfte vom Bruttoinlandsprodukt. Das Ganze ist natürlich trotzdem kompliziert, es ist hochriskant, es gibt dann auch eigentlich kein Zurück mehr so richtig, wenn man das mal gemacht hat. Aber die Kapitalflucht und die Inflation und dieser ganze Teufelskreis, was ja das Hauptproblem ist in Argentinien im Moment, das wäre damit vorbei. Insofern ist es schon hochinteressant, was da jetzt kommt. Was dann aber eben auch vorbei ist, das ist, dass man sich als Land auf seine schwache Währung verlassen kann, als Wachstumsmotor und als Exportmotor. Argentinien hat in den 80ern schon mal eine Hyperinflation gehabt und dann hat es den Peso 1:1 an den Dollar gekoppelt. Das ist was anderes, als wenn man jetzt den Dollar komplett übernimmt. Aber auch damals war die Inflation dann vorbei erstmal und sie haben das auch von 1991 bis 2001 durchgehalten. Aber dann war der Peso eben zu stark dadurch, vor allem zum Real in Brasilien, der wichtigste Handelspartner, der hat abgewertet. Und so stark war die argentinische Wirtschaft dann eben doch nicht, sondern sie war dann da nicht mehr konkurrenzfähig in der Region. Und es ist viel Geld abgeflossen und es ist dann auch gegen diese Ankopplung an den Dollar spekuliert worden. Und 2001 hat man es dann aufgeben müssen. Und so ist es seitdem gelaufen. 2001 war 1 Dollar ein Peso, 2022 waren es dann 335 Peso. Aber es kommt wahrscheinlich sowieso nicht so. Das Ganze ist ein radikaler Schritt und Javier Milei, der hat dafür einfach nicht die Mehrheiten. Er ist ein politischer Außenseiter. Seine Partei hat im Unterhaus nur 15% der Sitze und im Senat sogar nur 11% der Sitze. Das heißt, um sowas da durchzubringen, da bräuchten sie den Großteil von den konservativen Abgeordneten noch und für manches brauchen sie sogar dann die Zustimmung auch noch von den Peronisten, die sie dann sowieso nie kriegen. Insofern, das ganze radikale Programm von Milei, über das alle reden und vor dem sich viele auch fürchten gerade, das kommt höchstwahrscheinlich so gar nicht. Und das hat dann aber auch viel Gutes. Weil auf der einen Seite als Präsident, als Gewählter hat er natürlich ein starkes Mandat jetzt für Reformen. Auf der anderen Seite das Parlament wird ihn ausbremsen, sodass wir am Ende aber vielleicht so ein Mittelding kriegen. So eine halbwegs solide, konservative, marktfreundliche Politik. Und das hat Argentinien jetzt aber wirklich bitter nötig. Und darum macht vielleicht auch die Rallye bei den argentinischen Aktien jetzt Sinn. Und sie könnte die nächsten Jahre auch weitergehen, wenn das alles jetzt in politisch geordneten Bahnen läuft. Soll heißen, argentinische Aktien, die haben unter Umständen noch ziemlich Potenzial die nächsten Jahre nach oben. Man darf sich aber natürlich auch nichts vormachen. Das Ganze ist sehr spekulativ und das kann eigentlich für den Anleger hier auch nur heißen, dass es nur eine kleinere Risikoposition sein kann. Und
es ist auch nicht so, dass sie nicht seit Jahren schon gut gelaufen wären. Das hier ist zum Beispiel ein ETF auf den MSCI Argentina Index. Die letzten 5 Jahre in Euro, der Chart ist von TradingView. Die argentinischen Unternehmen sind gut. Wer das die letzten Jahre überlebt hat, was da los war, der muss ja gut sein sowieso. Aber darum sind die Aktien nicht gestiegen, sondern sie sind darum gestiegen, weil die Argentinier in den letzten Jahren in alles geflohen sind, was sie vielleicht noch irgendwo vor der Inflation schützen kann, also eben auch in Aktien. Und was nimmt man mit aus dem Ganzen, wenn man jetzt sich für argentinische Aktien vielleicht nicht ganz so interessiert? Das erste ist mal, ein Land kann alles haben, aber wenn die Leute das Vertrauen verlieren, zum Beispiel in die Währung, dann geht es unter. Man kann viel Schindluder treiben damit über längere Zeit, aber wenn das Vertrauen dann mal weg ist, dann ist es weg. Und das, was dann nötig ist, um das Vertrauen wiederherzustellen, das will man eigentlich keinem wünschen. Und das zweite Problem, Populismus. Populismus zerstört Wohlstand und er kann auch ganze Volkswirtschaften zerstören. Lateinamerika ist dafür das Paradebeispiel. Der ganze Kontinent ist um Jahrzehnte zum Teil zurückgeworfen worden von Linkspopulisten und von Rechtspopulisten. Es nimmt kein Ende und jetzt greift es ja auch immer mehr auf die reichen Länder über das Ganze. Und zum Populismus gehören aber eben immer auch die, die die Populisten auch wählen. Populisten müssen auch geliebt werden und gewählt werden und darum erzählen sie den Leuten meistens einfach nur das, was die gerne hören wollen und dabei schreien sie dann auch noch ganz besonders laut. Man kann es eben nicht oft genug betonen. Die Argentinier hätten die Peronisten nicht wählen müssen vor 4 Jahren, aber die haben ihnen eben einfach erzählt, dass es mehr Geld gibt, obwohl keins mehr da war. Und sie hätten jetzt auch Javier Milei nicht wählen müssen. Sie hätten auch die normalen Konservativen einfach wählen können. Aber die waren eben so langweilig und Javier Milei, der hat ihnen aber gesagt, dass er den Staat und die gemeinen Eliten jetzt endlich mal brutal zerstört mit der Kettensäge. Und es war ja auch immer so lustig, wenn er in seiner Show getobt hat und Notenbankenattrappen zertrümmert hat und so weiter. Mal sehen, ob seine Wähler immer noch so lachen, wenn sie sein Programm dann mal verstanden haben. So viel dazu. Ich erinnere noch mal daran, dass Sie morgen von mir eine neue Hauspost kriegen. Da geht es dann um Aktien aus dem Batteriesektor, also Hersteller von Stromspeichern und von Elektroauto-Akkus. Diesmal dann eben auch komplett ohne Weltuntergang. Und die Ausgabe ist auch wie immer kostenlos. Sie sehen schon, ich will auch geliebt werden hier. Darum sage ich Ihnen auch nur das, was Sie hören wollen. Gratis-Reports, denken Sie dran, dass Sie sich noch rechtzeitig dafür eintragen auf www.heinrichs-hauspost.de. Morgen geht's hier raus. Viva el Correo Interno, es lebe die kostenlose Hauspost. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.